Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn AG. Wenn Sie die Fahrplanauskunft benötigen, drücken Sie bitte die Taste 1. Möchten Sie unsere aktuellen Sparpreise für das Wochenende kennenlernen, dann betätigen Sie die 2. Und wenn Sie mit unserem Kundenservice sprechen wollen, dann bleiben Sie bitte in der Leitung. Nummer 1. Guten Morgen, Herr Mesic. Hier spricht Wilkins, Ihr Hausverwalter. Wir möchten diese Woche Ihre Heizung überprüfen. Wir kommen am Dienstag gegen 15 Uhr zu Ihnen. Falls niemand zu Hause ist, rufen Sie mich bitte bis Montagabend an. Auf Wiederhören. Nummer 2. Liebe Fahrgäste, der verspätete ICE 235 von Frankfurt nach Berlin wird in wenigen Minuten eintreffen. Heute nicht auf Gleis 7, sondern auf Gleis 4. Der ICE nach Kassel-Wilhelmshöhe fährt heute ausnahmsweise von Gleis 7 und der Regionalzug nach Bebra steht auf Gleis 6 zum Abfahren bereit. Vorsicht an Gleis 3, hier fährt in Kürze ein Zug durch. Nummer 3. Liebe Kunden, in der Herrenabteilung heute sportliche Markenhemden bis zu 40% reduziert. Und für die Damen T-Shirts und Blusen in aktuellem Frühlingsdesign in riesiger Auswahl. Außerdem sind alle unsere Haushaltswaren nur heute stark reduziert. Und für den kleinen Hunger bietet unser Restaurant im 4. Obergeschoss Snacks und bunte Salate in großer Auswahl.
Nummer 4. Liebe Fluggäste, der Flugsteig Ihres Lufthansa-Fluges LH387 nach Riga hat sich geändert. Bitte gehen Sie zum Ausgang B23. Ich wiederhole, Änderung bei Lufthansa-Flug LH387. Fluggäste bitte umgehend zum Ausgang B23. Die Flugzeit bleibt unverändert. Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Und jetzt das aktuelle Reisewetter. Österreich und die Schweiz gering bewölkt und Höchsttemperaturen um 20 Grad. Schneefallgrenze bei 2400 Metern. Italien, Spanien und Balearen sonnig und Temperaturen bis 30 Grad. Portugal stark bewölkt und verbreitet Gewitter um 20 Grad. Östliches Mittelmeer bis 35 Grad. Nummer 6. Es folgen die Hinweise auf unser heutiges Programm. Nach den 20 Uhr Nachrichten unsere Kultursendung mit Berichten von der Buchmesse in Leipzig und anschließend das Klavierkonzert vor 12 mit Werken von Debussy und Chopin. Um Mitternacht dann die letzten Nachrichten. Nummer 7. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A5 Karlsruhe Richtung Basel vor der Ausfahrt Achern 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. Auf der A4 vor Erfurt Behinderungen wegen einer Baustelle und im Stadtgebiet von Frankfurt Behinderungen wegen einer Großveranstaltung.
Nummer 8. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's los mit unserer Sendung rund ums Reisen. Heute können Sie auch ein romantisches Wochenende in Paris gewinnen. Außerdem entführen wir Sie nach Amsterdam und in die Küchen der Restaurants in der Prager Altstadt. Und natürlich wie immer unsere aktuellen Tipps zu den günstigsten Flugtickets. Bleiben Sie dabei und machen Sie mit. Nummer 9. Nach der Werbung und den aktuellen Verkehrsdurchsagen geht es weiter mit unserer Sendung Ihre Frage, unsere Antwort. Heute sprechen wir über gesunde Ernährung und Fitness. Es gibt eine ganze Menge Tipps zum Thema gesünder essen und in Form bleiben. Und unser Gast, Frau Dr. Martens, beantwortet alle Ihre Fragen rund um die Gesundheit. Unter der Nummer 3381224 können Sie Frau Dr. Martens Ihre Fragen stellen. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Ich habe Guten Abend, liebe Eltern. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem ersten Elternabend. Ich möchte Sie heute über folgende Themen informieren. Den Wechsel aufs Gymnasium oder in die Realschule und über die Englisch-AG und den Computerunterricht. Hat jemand von Ihnen noch ein Thema? Ja, ich. Bitte, Frau Versini. Ich möchte wissen, ob unsere Kinder schon um 7:30 ins Klassenzimmer können. Denn alle Kinder, die mit dem Schulbus kommen, sind schon kurz nach 7:30 da und müssen bei der Kälte auf dem Schulhof warten, bis der Hausmeister um 7:45 die Tür aufmacht. Nummer 10 und 11. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte einen Personalausweis beantragen. Wo muss ich denn hingehen? In Zimmer 323 im 3. Stock bekommen Sie die Formulare. Die müssen Sie dann ausfüllen. Das Büro hat bis 12.30 Uhr auf. Und welche Dokumente brauche ich? Sie brauchen Ihren gültigen Reisepass, Ihre Aufenthaltsgenehmigung und 2 biometrische Passfotos. Wo kann ich diese Fotos machen lassen? Hier ganz in der Nähe. Wenn Sie aus dem Gebäude gehen, dann ist 50 Meter nach rechts in der Schröderstraße ein Fotograf. Dort können Sie die Fotos sofort machen. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen.
Nummer 12 und 13. Hallo, Frau Breuer. Ich dachte, Sie sind im Urlaub. Ah, hallo, Herr Hilmer. Nein, mein Mann ist beruflich unterwegs und deshalb haben wir den Urlaub verschoben. Das tut mir aber leid. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Wir hatten noch gar nichts gebucht und ich fahre sowieso lieber im September weg. Da ist es nicht so voll. Da haben Sie recht. Wir müssen wegen der Schulferien der Kinder im August fahren. Und da ist ja ganz Deutschland unterwegs. Nächsten Montag geht's los. Und wohin geht's? Wieder an die Ostsee? Klar, wie immer. Da fühlen wir uns wohl. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und einen schönen Urlaub. Nummer 14 und 15. Nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Mein Name ist Illich und ich möchte den Führerschein machen. Können Sie mir ein paar Auskünfte geben? Ja, gerne. Dafür sind wir hier. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und was brauche ich für die Anmeldung? Ja, das mit den Kosten kann ich Ihnen nur ungefähr sagen. Das hängt davon ab, wie viele Fahrstunden Sie brauchen. Wie viele muss man denn mindestens machen? Sie müssen den theoretischen Unterricht besuchen. Das sind 14 Stunden. Und dann mindestens 12 Fahrstunden nehmen. Und wie teuer wäre das dann? Sie müssen mit etwa 2000 Euro rechnen. Nummer 16 und 17. Sie suchen also eine Wohnung in Mannheim und Umgebung? Ja, wie ich Ihnen schon am Telefon sagte. Am liebsten nicht direkt im Zentrum, aber gut verbunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ich habe Ihnen ein paar Angebote ausgesucht. Schauen Sie mal hier. Eine Dreizimmerwohnung in Mannheim-Seckenheim. Hell und mit der Straßenbahn sind Sie in 15 Minuten in Mannheim. Wie hoch wäre denn die Miete? 450 Euro und Nebenkosten. Das ist wirklich günstig. Haben Sie auch etwas in Feudenheim? Da ich im Klinikum arbeite, wäre das noch bequemer für mich. Ja, aber die ist etwas teurer. Auch drei Zimmer, circa 70 Quadratmeter und 580 Euro ohne Nebenkosten. Das ginge auch noch. Wann könnte ich die Wohnung besichtigen? Ich würde dann einen Termin vereinbaren. Wann könnten Sie denn? Am besten noch diese Woche. Gut. Ich melde mich dann noch heute bei Ihnen. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
im Stadtzentrum oder in einem Vorort wohnen. Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel: Ich kann mir nur vorstellen, direkt im Zentrum zu wohnen. Da brauche ich kein Auto, habe alle Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Haustür und wenn ich ausgehen will, kann ich alles zu Fuß machen. Nummer 18. Im Zentrum sind die Mieten viel zu hoch. In meinem Vorort zahle ich viel weniger und bin doch in ein paar Minuten mit der Straßenbahn im Zentrum. Außerdem habe ich einen kleinen Garten, was für die Kinder ideal ist. Nummer 19. Da ich sowieso kaum im Büro bin, sondern fast immer unterwegs bei Kunden außerhalb, muss ich auch nicht im Zentrum wohnen. Ich habe meinen Firmenwagen und fahre direkt von zu Hause aus zu den Kunden. So bleibe ich auch nicht jeden Morgen im Stadtverkehr stecken und bin viel schneller am Ziel. Nummer 20. Als ich noch im Zentrum gewohnt habe, habe ich jeden Abend viel Zeit mit Parkplatzsuchen verloren. Das ist jetzt ganz anders. Ich kann direkt vor der Haustür parken. Außerdem ist es viel ruhiger als in der Stadtmitte.
Ende des Subtests hören.